Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, Platz zu nehmen und hebe die Unterbrechung der Sitzung auf. Wir beraten als erstes Tagesordnungspunkt 39, Antrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Hessen stärkt Wissenschaftsfreiheit und Internationalisierung von Wissenschaft und Forschung und Lehre, Drucksache 19/4920. Und als erstes spricht Kollege May, Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Wissenschaftsgemeinschaft ist in Aufruhr. Vielerorts verschlechtert sich gerade das Verhältnis zwischen Wissenschaft und staatlicher Gewalt, das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Staat, staatlicher Macht, ist in der Vergangenheit ja immer wieder schwierig gewesen, denn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fördern auch für mächtige, unbequeme Wahrheiten zutage. Hochschulen sind seit jeher Kristallisationskeime von kritischen Debatten in Gesellschaften. Und deswegen wird vielerorts, und damit will ich auch klar sagen, nicht bei uns, werden vielerorts Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter Druck gesetzt, oder es geschieht ihnen weit Schlimmeres. Und umso bedauerlicher ist es, dass auch in Ländern, in denen wir in den vergangenen Jahren eine Tendenz eher zur Freiheit hatten, dass auch in diesen Ländern, beispielsweise die Türkei oder beispielsweise in Ungarn, es Bestrebungen nun gibt, diese Freiheit einzuschränken. Und bedauerlich ist auch, dass es auch andernorts, wo wir solche Probleme nicht vermuten würden, dann allerdings auch in anderen Qualität, sich auch der Geist der Unfreiheit auszubreiten versucht und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter Druck gesetzt werden. In der Türkei ist es seit dem Putschversuch vom Juli 2016 zu massiven Eingriffen in Bürger- und Menschenrechte gekommen und damit auch in die Wissenschaftsfreiheit. Viele Hochschulen wurden geschlossen, tausende Hochschulmitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden entlassen oder gar verhaftet. Rektoren wurden abgesetzt, und alles unter dem Vorwand, dass die Betroffenen der Gülen-Bewegung angehörten. Es muss an dieser Stelle ganz klar gesagt werden, ein solcher Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit ist für uns absolut nicht hinnehmbar. Und man muss bedauerlicherweise an dieser Stelle auch die Vereinigten Staaten von Amerika nennen. Nicht, dass die Vorgänge dort in der Qualität wären, wie sie in der Türkei sind. Nein, das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Das möchte ich hier betonen. Aber es waren halt so Vorgänge, wie dass Präsident Trump der Umweltbehörde EPA nun untersagt hat, selbstständig Forschungsdaten zu veröffentlichen, dass Berichte der EPA zunächst einmal von der Trump-Administration genehmigt werden müssen, bevor sie publiziert werden dürfen, was dort auch zu Aufruhr führte. Weshalb der Vorsitzende des Bundes der amerikanischen Wissenschaftler, Lawrence Krauss, in einem Gastbeitrag für den New Yorker davon sprach, es gebe einen Krieg gegen die Wissenschaft. Und es ist ja auch vollkommen klar, was mit solchen Operationen versucht wird. Dort wird versucht, wissenschaftliche Erkenntnisse, die der eigenen Interessenlage nicht passen, zu unterdrücken, um eben andere Interessen zu schützen. In diesem Fall, wenn wir an die Umweltbehörde denken, ist das sicherlich die Lobby für die Energieträger, für die fossilen Energieträger, die dort eben die Forschung in Sachen Klimawandel unterdrücken möchte. Aber es fällt sich auch in anderen Bereichen. So wurde jetzt in dem Budget, in dem ersten Budget, das Trump vorgelegt hat, der Fonds für die Förderung der Geisteswissenschaften in den USA, der National Endowment for the Humanities, zusammengestrichen. Auch hier wird deutlich, dass hier Politik über den Rotstift gemacht wird, dass dort versucht wird, Forschung in gesellschaftlich relevanten Bereichen, wie z.B. Gender Studies, unmöglich zu machen, weil das den ultrarechten Trump-Wählern ein Dorn im Auge ist. Und das ist eine Art von Wissenschaftspolitik, der wir uns entgegenstellen müssen. Und ich führe das auch deswegen aus, weil das der Ursprung der Entwicklung war, diese Entwicklung, bei der versucht wird, gesicherten Erkenntnissen alternative Fakten entgegenzusetzen, bei der mit Fake News operiert wird, bei der die Wahrheit munter verdreht wird. Es war eben diese Entwicklung, die in den USA dazu geführt hat, dass der March for Science geboren wurde,
der dann eben auch bei uns im Land viele tausend Menschen Ende April auf die Straße brachte. Und auch zwei hessische Hochschulstädte waren dabei. Frankfurt beteiligte sich mit 2.500 Leuten, 200 Leute waren in Kassel auf der Straße. Und ich möchte mich auch namens meiner Fraktion ganz herzlich bei all denjenigen bedanken, die dafür gesorgt haben, dass auch bei uns auf der Straße ein starkes Signal für die Wissenschaftsfreiheit gesetzt werden konnte. Sehr geehrte Damen und Herren, bei uns in Hessen ist die Freiheit der Wissenschaft durch die Verfassung geschützt. In Artikel 10 unserer Verfassung heißt es, niemand darf in seinem wissenschaftlichen oder künstlerischen Schaffen unter Verbreitung seiner Werke gehindert werden. Und mir ist auch klar, dass keine Fraktion in diesem Haus diese Freiheit angreifen will. Und trotzdem finde ich es notwendig, dass wir als Hessischer Landtag Stellung nehmen, dass wir Stellung nehmen zu der öffentlichen Debatte, die dazu geführt hat, dass es auch bei uns einen March for Science gegeben hat, dass wir Stellung dazu nehmen, was die Demonstranten am Tag der Erde beim March for Science geäußert haben. Und von daher haben wir die vorliegende Initiative heute zum Setzpunkt erhoben. Denn wir wollen, dass der Landtag ein klares Signal setzt, dass die Wissenschaftsfreiheit für uns ein hohes Gut ist und bleibt, dass Bildung an und für sich wichtig für eine offene Gesellschaft ist und dass es ohne freie Wissenschaft keine freie Gesellschaft geben kann, dass, wenn die Freiheit der Wissenschaft stirbt, die Demokratie mit ihr stirbt. Und wir möchten heute betonen, wir sehen Wissenschaft auch als treibende Kraft dafür, für einen internationalen Austausch, für interkulturellen Dialog. Gerade wenn man sich die große Anzahl von Studentinnen anschaut, die jedes Jahr an wissenschaftlichen Austauschprogrammen teilnimmt, da wird doch deutlich, dass die Wissenschaft die erfolgreichste Maßnahme zum internationalen Austausch und zum interkulturellen Dialog ist. Und man sieht bei internationaler Zusammenarbeit in der Wissenschaft immer wieder, auch dann, wenn es politische Spannungen gibt, zwischen Staaten auf der politischen Ebene, auch dann bleibt die Kooperation, dann bleibt die Verbindung in der Wissenschaft stark. Und von daher gehört für uns mit dazu, dass, wenn wir über Freiheit der Wissenschaft sprechen und über Internationalisierung, dass wir über internationalen Austausch auch die Freiheit der Wissenschaft in aller Welt beflügeln und weiter voranbringen. Und von daher hat das für uns eine ganz wichtige Qualität. Und deswegen haben wir als wichtigen Punkt unserer Initiative auch klar gesagt, Internationalisierung an unseren Hochschulen hat schon einen wichtigen Stellenwert, aber wir möchten, dass die Landesregierung zusammen mit den Hochschulen noch einmal schaut, wie können wir diese Internationalisierung unserer Hochschulen weiter unterstützen. Und das ist uns auch sehr wichtig, wir wollen verfolgten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus aller Welt ein sicherer Hafen sein, genauso wie denjenigen, die vor Krieg geflüchtet sind. Das Land hat deswegen extra den Hessenfonds für Flüchtlinge, ein eigenes Programm zur Förderung von Studierenden und von Wissenschaftlern aufgelegt. Und das wohlgemerkt als freiwillige zusätzliche Aufgabe. Und wir haben diese mit 1 Million € im Haushalt hinterlegt. Sehr wichtig, dass wir an dieser Stelle nicht nur die internationale Solidarität bekunden, sondern dass wir dort auch das in praktische Politik einfließen lassen, genauso wie wir das schon getan haben, als wir im Rahmen des Programms für Geflüchtete und des Plans zur Integration von Flüchtlingen und zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, in dessen Zusammenhang schon sehr viel Geld an die Hochschulen gegeben hatten, um Deutschkurse speziell im akademischen Bereich zu fördern. Wir haben mit diesem Programm ganz klar gemacht, für uns ist internationale Solidarität die Förderung der Wissenschaftsfreiheit nicht nur bei uns und die Internationalisierung unserer Hochschulen Maßgabe für unsere ganz praktische Politik. Es geht also heute darum, ein positives Signal in die Wissenschaftsgemeinschaft zu setzen, dass wir klar sind, dass wir klar bleiben, was die Wissenschaftsfreiheit angeht. Aber es ist nicht nur ein positives Signal für die Freiheit, es ist auch ein klares Nein an diejenigen, die es auch bei uns gibt, die meinen, dass man wissenschaftlich begründete Fakten der politischen Meinung anheimstellen könnte.
es ist auch ein klares Signal an diejenigen, die versuchen, mit alternativen Fakten zu operieren. Ich habe die Klimakatastrophe schon erwähnt. Die meinen, dass man Fake News verbreiten könnte. Die meinen, dass man Verschwörungstheorien verbreiten sollte. An alle die, die sogenannte alternative Fakten verbreiten wollen und die die Wissenschaft zensieren wollen. An all die setzen wir ein klares Stoppschild und sagen, die Wissenschaftsfreiheit ist und bleibt in unserem Land geschützt. Und daran gibt es auch kein Rütteln mit uns. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Antrag enthält prinzipiell wichtige und richtige Fragestellungen, sodass wir als FDP-Fraktion dem auch zustimmen können. Ob man die Landesregierung, wie im letzten Punkt, da heißt es, der Landtag bittet die Landesregierung, vor diesem Hintergrund zu prüfen, ob die hessischen Hochschulen Unterstützung bei ihren Bemühungen zum Erhalt und Ausbau der internationalen Kooperationen benötigen. Meine Damen und Herren, ob man da bitten muss, weiß ich nicht. Das ist grundsätzlich die grundlegende Arbeit einer Landesregierung, und das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Aber, meine Damen und Herren, Wissenschaft muss frei sein. Das ist ein urliberales Grundverständnis, und deswegen können wir die zentralen Forderungen nur unterstützen. Die Freiheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist nicht nur bei uns zu schützen, sondern es ist darüber hinaus auch eine internationale politische Aufgabe, genau hinzuschauen, in welchen Ländern auf welche Art und Weise diese Freiheit oder Freiheiten eingeschränkt und wie mit dem Fortschritt umgegangen wird. Dies gilt jedoch nicht nur für die öffentlichen oder für die offensichtlichen Diktaturen und autoritären Regime, sondern auch innerhalb Europas und auch bei befreundeten Mitgliedstaaten in der EU. Und, meine Damen und Herren, gleich reflexhaft in antiamerikanische Haltungen zu verfallen, ist sicherlich nicht richtig. Es geht vielmehr darum, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Freiheit insgesamt und hier insbesondere die Wissenschaftsfreiheit zu schützen und dort einzufordern, wo wir sie bedroht sehen. Neben der außenpolitischen Zuständigkeit, die hier vordergründig bei der Bundesregierung anzusiedeln ist, sollte die hessische Landesregierung ihre Möglichkeiten ausschöpfen, um im Rahmen der internationalen und europäischen Verständigung, ja, z. B., das kennen wir alle, Delegationsreisen, Gespräche mit internationalen Vertretern, auf die Notwendigkeit hinzuweisen und bestehende Bedingungen für ein freies wissenschaftliches Arbeiten und Forschen einzufordern. Darüber hinaus leisten unsere Universitäten, Hochschulen und für angewandte Wissenschaften und Forschungsinstitute einen wichtigen Beitrag im Rahmen der Kooperation mit Hochschulen in vielen Ländern, im Austauschprogramm mit Stipendien für ausländische Studierende. Das Engagement gilt es auch zukünftig zu unterstützen und auszubauen. Doch auch in unserem Land müssen wir den Grad der Wissenschaftsfreiheit immer wieder auf den Prüfstand stellen und dafür Sorge tragen, dass unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht durch grundlegende Denkverbote eingeschränkt werden oder es Einflussnahmen dahin gibt, dass Forschungsergebnisse in eine bestimmte Richtung verlangt werden. Hier ist ein dauerhaftes Engagement notwendig. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Lage der Wissenschaft in Deutschland gut ist, aber es ist auch unsere Aufgabe, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Forscher selbst Themen und Zukunftsfelder in eigener Verantwortung ohne vorherige Einschränkungen erforschen können. Pauschale Forschungsverbote,
etwa in den Bereichen grüner Gentechnik, Atomforschung, Fracking und Stammzellenforschung lehnen wir daher ab. Forschung bedeutet auch nicht immer gleich die Umsetzung in praktischen Nutzen, sondern die wissenschaftlichen Ergebnisse tragen zum grundsätzlichen Erkenntnisgewinn bei. Denn diese neuen Erkenntnisse und Forschungsergebnisse auch in diesen Feldern können einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen und ökonomischen Fortschritt, zum Kampf gegen Krankheiten und zur Bewältigung anderer großer Herausforderungen leisten. Exzellenzforschung und echte Offenheit für die Ergebnisse sind zwei Seiten derselben Medaille, und sie bilden vor allem auch einen fundierten Gegenpol zu den pseudowissenschaftlichen Erklärungsversuchen, die uns manche weismachen wollen. Meine Damen und Herren, die Freien Demokraten wollen Rahmenbedingungen, die Exzellenzforschung ermöglicht und fördert, anstatt sie zu B oder verhindern, und dies unter Erhaltung der biologischen Sicherheit, ethischer oder moralischer Aspekte, um gleich auf die kritischen Stimmen, die ja bestimmt dann noch kommen werden, zu antworten. Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund sind alle in der Verantwortung, die Freiheit der Wissenschaft in unserem Land immer wieder zu verteidigen, bevor der Finger nur in die Richtung anderer Länder ausgestreckt wird. Nichtsdestotrotz wird die Entwicklung in der Türkei, aber auch bei europäischen Partnern, so wie in den USA, mit Sorge betrachtet. Und hier sind die bundespolitischen verantwortlichen Parteien in der Verantwortung, die Freiheit der Wissenschaft außenpolitisch zu begleiten. Zudem gilt es, das zivilgesellschaftliche Engagement zu unterstützen, aber nicht zu polarisieren. Der March for Science, der zwar in den Vereinigten Staaten initiiert wurde, aber auch in zahlreichen deutschen Städten stattfand, wurde von der Allianz der Wissenschaftsorganisationen begrüßt und unterstützt. Er ist ein wichtiges Signal für den Einsatz für die Freiheit der Wissenschaft. In Ihrer Pressemitteilung vom 6. April heißt es, Deutschland besitzt ein weltoffenes, pluralistisches und auch deswegen besonders leistungsfähiges Wissenschaftssystem. Die Freiheit von Forschung und Lehre hat Verfassungsrang und wird getragen von breitem gesellschaftlichem und politischem Vertrauen. Dies drückt sich auch in erheblichen öffentlichen Investitionen und in Rahmenbedingungen aus, um die wir in vielen anderen Staaten beneidet werden. Diese besondere Stellung ist zugleich Verpflichtung, Position zu beziehen gegen jedweilige Bedrohung der Wissenschaften und ihrer Freiheit. Dieses Zitat hinterlegt einen eindeutigen Handlungsauftrag auch an alle demokratischen Parteien und Entscheidungsträger in unserem Land. Bei der dazugehörigen Konferenz kam jedoch ein weiterer nicht unwesentlicher Aspekt zur Sprache, der die Frage nach dem Warum, warum kommt es dazu, dass Wissenschaft in Bedrängnis gerät, dass sie politisiert wird. Und die Antwort war von den Diskutanten, dass es einen generellen gesellschaftlichen Vertrauensverlust in die Wissenschaft gäbe und dass auf die Veränderung in der Kommunikation durch die sozialen Medien und die Digitalisierung noch nicht ausreichend reagiert wird. Hier müssen die Chancen, aber auch die Herausforderungen aufgegriffen werden. Und diesbezüglich müssen die Hochschulen und Forschungseinrichtungen unterstützt werden. Ein zentrales Thema im Antrag ist auch die Förderung durch das Stipendienprogramm für hochqualifizierte Flüchtlinge. Das ist der Hessenfonds, welches Studierende, Promovierende und Wissenschaftler, die als Asylberechtigte oder anerkannte Flüchtlinge über einen bestimmten Zeitraum finanziell unterstützt werden. Es sind finanzielle Mittel in Höhe von 1 Million € und wurden 2016 und 2017 dafür bereitgestellt. Und es gibt wohl die Absichtserklärung, das auch für 2018 wieder so zu tun.
Dieses Engagement ist begrüßenswert, aber es ist fraglich, ob die Mittel ausreichen oder wie von den Vizepräsidenten der Frankfurter Universität gefordert, aufgestockt werden sollen, insbesondere mit Blick auf die Stipendienhöhe für die Studierenden von 300 €. Meine Damen und Herren, zu begrüßen ist jedoch über die Landesförderung hinweg auch das Engagement der einzelnen Hochschulen, die individuellen Sonderprogramme auf die Beine gestellt haben, um geflüchtete Studierende und Wissenschaftler zu unterstützen. Zum Schluss, meine Damen und Herren, darüber hinaus können verfolgte und gefährdete ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Hilfe von Stipendien an den hessischen Universitäten aufgenommen werden. Philipp Schwarz musste 1933 vor den Nationalsozialisten aus Deutschland fliehen und gründete die Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland. Seine Geschichte, aber auch die zahlreicher namhafter deutscher Wissenschaftler, Schriftsteller und Künstler zeigt, wie wichtig die Förderung und die Aufnahme von verfolgten und geflüchteten Wissenschaftlern ist und dass sie auch einen Beitrag zur Stabilisierung und zur Demokratisierung, zur Demokratieförderung leisten können, wie folgendes Beispiel zeigt. So hat Deutschland, Kollege Lenders, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Tatsächlich der letzte Satz. So hat Deutschland nach dem Putsch in Griechenland Exilanten aufgenommen, unter ihnen den späteren Ministerpräsident Konstantinos Simitis und seinen Bruder Tsipras Simitis, den späteren hessischen Datenschutzbeauftragten. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Grumbach, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich eigentlich, dass wir diesen Antrag hier wiedersehen. Sozialdemokraten kennen ihn schon ein bisschen, weil wir ihn in Nordrhein-Westfalen zusammen mit den Grünen in der Landtag eingebracht haben. Dort war er ein bisschen länger. Wenn Sie wissen wollen, wie der Antrag insgesamt lang aussieht, müssen Sie die Rede vom Kollegen May noch zum Antragstext dazurechnen, dann haben Sie etwa den Antragstext aus NRW. Ich sage das ohne Bosheit. Die Bosheit kommt nämlich gleich, weil ich schon glaube, dass das Thema ganz spannend ist. Die Bosheit besteht einfach darin, dass in NRW dieser Antrag angenommen worden ist mit den Stimmen von SPD, Grünen und Piraten gegen die Stimmen von CDU und FDP. Das, was der Kollege May gesagt hat, Sie können es gerne nachlesen, steht auch im Netz. Also, wir werden dem Antrag logischerweise zustimmen, weil er in der Grundintention ja schon richtig ist und weil ich schon glaube, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die aus ihren Elfenbeintürmen herausgekommen sind und sagen, wir müssen für unsere eigene Freiheit kämpfen, schon alle unsere Unterstützung verdient haben. Und alleine dafür lohnt sich diese Debatte. Ich bin aber ein bisschen differenzierter bei der Frage, wer denn wo schuld ist. Weil es ist immer so schön, hier zu stehen, zu sagen, die Welt ist in Ordnung und woanders ist die Welt schlecht. Ja, sie ist schlecht und es gibt ganz unterschiedliche Teile. Der eine Teil ist der härteste der Türkei mit Schließung von Universitäten. Das waren immerhin 15, mit Entlassung von 1000 Beschäftigten, mit Verhaftung von Hunderten und mit eine Reihe von Rückrufaktionen, wo gesagt wurde, ihr seid zwar im Ausland, aber kommt zurück. Und Sie wissen, dass eine Reihe von Professorinnen und Professoren sich dem entziehen, Asylanträge gestellt haben. Und ich kann mich an den Kollegen Lenders an der Stelle nur anschließen. Wir sollten sie genauso behandeln, wie wir diese Asylanträge von Simitis und seinem Bruder von vielen anderen behandelt haben. Oder wie in anderen Teilen des früheren Deutschlands der Antrag von Frau Bachelet, die irgendwann chilenische Präsidentin wurde, behandelt wurde, weil Deutschland hat eine lange Tradition, das zurückzuzahlen, was es selber an Hilfe für seine Flüchtlinge im Faschismus gekriegt hat. Ich halte das schon für einen zentralen Punkt, den man auch sehr deutlich betonen muss. Ich finde, manche kleinliche Debatte darüber, wie das denn mit der Qualifikation jemandes ist, der in Syrien Professor war und gegen das Regime aufgestanden ist, und wie der sich zum Teil sozusagen, welche dummen Fragen der sich ausstellen muss, was diesem Lande nicht würdig ist.
Das ist der staatliche Teil. Der staatliche Teil, den finden Sie auch z.B. in Russland. Da können Sie lange Berichte darüber lesen, wie Professorinnen und Professoren, die unangenehme Wahrheiten verkünden, von ihren Ämtern entfernt werden. Und Sie finden es schon komplizierter in Ungarn. Und da kommt der Punkt, wo wir genau aufpassen müssen, was wir fordern und wie wir es fordern. Weil in Ungarn hat sich der Konflikt ja zugespitzt in der Frage einer Universität. Und die Welt wird da diskutiert, als ging es nur um ein Thema. Es ging aber um drei. Thema Nummer eins, Wissenschaftsfreiheit. Gibt es überhaupt keine Debatte. Wissenschaftsfreiheit gilt auch für private Universitäten. Überhaupt keine Frage. Es gilt aber auch, um diesen Satz sehr bewusst zu sagen, innerhalb privater Universitäten, weil das ist ein ganz spannender Punkt, den wir an anderer Stelle sicher noch einmal diskutieren werden. Der zweite ist die politische Intention. Es geht darum, eine bestimmte politische Richtung per Universität durchzusetzen und per Staat sozusagen zu bekämpfen. Diese Intention ist eine, die im Demokrat, also der Universität, ist eine, die im demokratischen Spektrum ist. Deswegen ist gegen diese Art von Universität auch nichts einzuwenden, sondern im Gegenteil, ihre Freiheit muss verteidigt werden gegen Staatsinterventionismus. Der dritte Punkt ist aber die Frage, wie wird Universität insgesamt betrachtet? Die EU macht ja keinen Konflikt mit Ungarn wegen der Wissenschaftsfreiheit. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Die EU-Stellungnahmen beziehen sich auf Dienstleistungsfreiheit. Auf die Frage, dass eine privatwirtschaftliche Universität bestimmten Regeln unterliegt in der EU und dass ihr der Zugang völlig unabhängig von der nationalen Gesetzgebung zu dem Wissensmarkt gewährleistet werden muss. Ob wir das alle so wollen wollen, darüber könnte man noch einmal eine Runde debattieren. Und Kennerinnen und Kenner der Materie würde ich darauf hinweisen auf den § 91 des Hessischen Hochschulgesetzes, das relativ präzise die Zulassung von privaten Hochschulen regelt, in dem unter anderem vergleichbare Bedingungen sind, wie sie im ungarischen Hochschulgesetz gerade formuliert worden sind. Da muss man sehr präzise gucken, dass man in dem Kampf dafür, dass da eine Meinung unterdrückt werden muss, nicht gleichzeitig das Mittel, dass nämlich Länder Hochschulgesetzgebung machen können, gleichzeitig mit in den Arkus kippt. Das muss man sauber auseinanderhalten. Und ich glaube, da ist eine hohe Differenzierung wichtig. Genauso spannend ist es in den Vereinigten Staaten. Ja, Forschungsförderung, Wissenschaftsfreiheit ist dort bedroht. Die Kürzungen, die der Kollege May angesprochen hat, der Umgang mit den United States Environmental Protection Agency. Aber Vorsicht. Wie ist der, also das Zitat lautet, Forschungsergebnisse werden in Zukunft einem politischen Vertreter vorgelegt werden müssen, und sie müssen zur Haltung der neuen Regierung passen. Das ist der Angriffspunkt. Ich frage Sie einmal ernsthaft, ob Sie die Geschichte der letzten beiden Armuts- und Reichtumsberichte in Deutschland verfolgt haben, in denen Daten vorgelegt wurden, die durch Einspruch des Bundeskanzleramtes korrigiert wurden vor der Veröffentlichung. Also, wer über Wissenschaftsfreiheit redet und das zum Angriffspunkt nimmt, der muss sehr präzise sagen, wie er eigentlich mit deutschen Wissenschaftlern umgeht, die kritische Berichte machen. Das ist nicht ganz so einfach. Aber, und das finde ich auch spannend, das war nur der staatliche Teil. Es gibt ja noch eine ganze Reihe von Auseinandersetzungen, die gar nicht aus dem staatlichen Bereich kommen. Wer die Vereinigten Staaten anschaut, die sogenannten Thinktanks, wo politische Richtungen sich gesellschaftspolitisch genehmige Wissenschaftler sozusagen zusammenfügen, oder aber die offene Korruption. Wer sich die Studien zum Tabakkonsum anschaut und sich die geflossenen Gelder anschaut, da gibt es einen ordentlichen Bericht aus dem amerikanischen Senat, der kann sehen, Wissenschaft kann auch offen bezahlt werden. Auch das ist ein Punkt, wo Wissenschaftsfreiheit aufgegeben wird und wo sozusagen kritische Wissenschaft nicht möglich ist. Und es gibt die Frage sozusagen der inneren Probleme. Ich beschreibe das einmal an einem klassischen Beispiel. Sie wissen alle, dass Veröffentlichungen im wissenschaftlichen Bereich einem Peer Review unterliegen. Das heißt, dass Leute aus dem gleichen Bereich sagen müssen, das ist wissenschaftlich oder nicht. Wenn Sie genau hinschauen, stellen Sie fest, dass es dazu führt, dass eine bestimmte, die Juristen würden sagen, herrschende Meinung sich in den Journalen abbildet und andere sozusagen nicht. Ob das unserem Bild einer Wissenschaftsfreiheit, in der die Pluralität, in der die Vielfalt und in der die Widersprüchlichkeit öffentlich sichtbar wird, entspricht, ist ein Punkt, mit dem sich die Wissenschaft selber auseinandersetzen muss. Und ich glaube, das ist nicht ganz so ohne. So, nächster
Punkt internationaler Austausch. Ja, es ist ein zentrales Problem. Ich würde das gerne einmal, weil die Debatte passt so in die heutige öffentliche Debatte, in die heutige Zeit, deutlich machen, einer historischen Entwicklung. Die europäische Wissenschaft in der Freiheit und der Form, wie sie ist, hat zwei Quellen. Die eine Quelle ist ein europäisches, die Aufklärung. Die zweite Quelle ist die arabische Wissenschaft, die die Grundlagen der Naturwissenschaften durch Experimente, durch Forschung am Gegenstand und durch sozusagen statt kirchliche Theorien praktische Auseinandersetzungen mit dem lebenden Körper, mit dem lebenden Organismus sozusagen die Wissenschaft eingeführt hat. Eine große Tradition, auf der die europäische Wissenschaft aufbaut und die die europäische Wissenschaft aus der Gefangenschaft ideologischer Grenzen, nämlich der theologischen Grenzen, rausgeholt hat. Und ich finde, der internationale Austausch, der nämlich ideologische Grenzen nicht kennt und durchbricht, ist eines der zentralen Elemente von Wissenschaftsfreiheit. Insofern stimmen wir auch diesem Teil zu, dass dieser internationale Austausch deutlich gefördert werden muss. Das könnte man auch ein bisschen zuspitzen. Die Frage ist, ob Hessen seine Partnerschaft mit Wisconsin nicht nutzt, um diese unsinnigen Einreisebeschränkungen der Vereinigten Staaten auch als Bundesland zur Debatte zu stellen, im freundlichen Austausch mit denen, die mit uns zusammen ja Politik machen wollen. Sonst hätten sie diesen Freundschaftsvertrag mit uns ja nicht unterzeichnet. Es gibt noch ein letztes Problem, das in die Redezeit passt, die Frage nämlich der, sage ich mal, modernen Medienwelt, dem Umgang von Politik mit wissenschaftlichen Ergebnissen, auch dem Umgang von Zeitungen. Ich nenne das dann immer die Flatulenz des Monats, also die Studie, wo dann mit 5 Befragten erklärt wird, dass Schokolade intelligenter macht, dass braune Augen, gibt es die Studie, dass braune Augen sozusagen darauf hindeuten, dass man, das lasse ich lieber. Nein, nein, ich will es nicht im Protokoll nachgelesen haben, weil die Studie ist so absurd, das glauben Sie alles nicht. So, die werden ganz locker gleichwertig zitiert wie die Erkenntnisse von renommierten Instituten, wie die Erkenntnisse von Klimaforschung und Ähnliches mehr. Und ich glaube, dass wir an der Stelle, indem nämlich Öffentlichkeit solchen Quatsch rezipiert, als sei es ernsthafte wissenschaftliche Arbeit, ein Stück auch zur Entwertung und damit auch zur Eingrenzung von Wissenschaft führt. Und der allerletzte Punkt, und der ist der das nationalistische, fremdenfeindliche und autoritäre Bewegungen sehr bewusst sagen, bestimmte Wissenschaft nehmen wir nicht zur Kenntnis. Das ist ein Punkt, wo wir streiten müssen darüber, weil es geht nicht nur um die Frage der Freiheit einer Wissenschaft, sondern es geht um die Freiheit der Wissenschaft, aller Wissenschaftler und damit um Pluralität und um sozusagen Breite von Wissenschaft. Ich glaube, dass wir an der Stelle in allen Ländern Nachholbedarf haben. Und ich möchte nicht, dass irgendwann ein Wissenschaftler völlig verzweifelt am Ende seines Lebens sagt wie Galilei, und sie bewegt sich doch. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollegin Wissler für DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist gut, dass sich der Landtag heute mit der Freiheit von Wissenschaft und Forschung sowie mit der Situation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Welt befasst. Denn es gibt global betrachtet leider allen Grund zur Sorge um die Freiheit von Wissenschaft und Forschung. Hochschulen geraten als Orte kritischen Denkens zunehmend unter Druck. Weltweit schrumpfen die Budgets für die Wissenschaft, und vielerorts sind Strömungen auf dem Vormarsch, die die Wissenschaftsfeindlichkeit offen propagieren. Ganze Wissenschaftsbereiche sind bedroht, wenn wissenschaftliche Faktenlagen und fundierte Erkenntnisse, wie beispielsweise der Klimawandel oder Erkenntnisse zur Genderforschung, wenn diese Erkenntnisse diskreditiert oder gar geleugnet werden, und das nicht anonym im Internet von irgendjemandem, sondern ganz offiziell durch Rechtsaußenparteien, durch Regierungsstellen, teilweise durch Behörden, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es richtig, dass hier der Landtag diesen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern seine Solidarität und seine Unterstützung ausspricht. Wir erleben
auf politischer Ebene ganze Wissenschafts- und Bildungslandschaften eingerissen und zerstört werden, und zwar nicht nur in Ländern, die als Diktaturen gelten. In den USA geschieht dies in Form von massiven Streichungen bei der öffentlichen Finanzierung von Forschungs- und Bildungseinrichtungen. Jonathan Foley, Ökologe und Direktor einer betroffenen Einrichtung, spricht von einem Krieg gegen die Wissenschaft. Und in vielen Städten der USA und auch weltweit demonstrierten Zehntausende Menschen im Rahmen des March for Science gegen genau diese Angriffe. Und deshalb unterstützen wir diese Bewegung für die Freiheit der Wissenschaft. Es wurde angesprochen, dass in Ungarn gerade das Hochschulgesetz geändert wurde, um gegen unliebsame Universitäten vorgehen zu können. Und ich befürchte, dass es sich am Ende nicht nur um eine Universität gehen wird, sondern, und deswegen haben ja auch Zehntausende dagegen demonstriert, weil sie darin eben eine weitere Einschränkung von Grund- und Freiheitsrechten in Ungarn sehen. Und am Ende wird es nicht um eine Hochschule gehen, sondern um die Freiheit der Wissenschaft insgesamt. Und in dem Zusammenhang will ich nur einmal darauf hinweisen, dass ja die Fidesz-Partei von Viktor Orbán nach wie vor Mitglied der EVP ist, der ja auch die Unionsparteien, der auch CDU und CSU angehören. Und ich finde schon, dass die Unionsparteien hier auch einmal sehr deutliche Worte finden könnten und vor allem einmal Konsequenzen ziehen könnten über diesen dramatischen Demokratieabbau, der in Ungarn gerade stattfindet, meine Damen und Herren. In zahlreichen Ländern wie im Iran, in Irak, China, Russland oder Ägypten fürchten kritische Wissenschaftler um ihre Freiheit oder sogar um ihr Leben. Gerade die Sozial- und Geisteswissenschaften stehen unter Druck, denn Forschung, die soziale Zusammenhänge und gesellschaftliche Entwicklungsprozesse in den Blick nimmt und die Macht von Diktatoren und Nationalisten gefährdet, die werden besonders unterdrückt und bekämpft. Das sehen wir gerade aktuell in der Türkei, wo im letzten Jahr 15.000 Beamtinnen und Beamte im Bildungsbereich suspendiert wurden, wo 1.500 Dekanen und Rektoren zum Rücktritt gezwungen wurden. Über 1.000 Privatschulen und 15 Universitäten wurden vollständig geschlossen. Meine Damen und Herren, wir reden hier über Maßnahmen, die in ihrer Größenordnung dem Einstampfen größerer Teile der hessischen Bildungsbereichs entsprechen würde. Das heißt, die Lage ist absolut ernst. Und deshalb ist es auch ein wichtiges Zeichen der Solidarität, dass die hessischen Hochschulen eine gemeinsame Erklärung verabschiedet haben, in der sie gefährdeten türkischen Wissenschaftlern Unterstützung und Zusammenarbeit angeboten haben. Und wir begrüßen auch, dass die Regierungsparteien heute einen Antrag eingebracht haben, der eben auf diese bedrohlichen Entwicklungen hinweist. Es ist richtig, wenn der Landtag hier ein Zeichen setzt in Solidarität mit verfolgten und bedrohten Wissenschaftlern weltweit. Denn die Freiheit in Forschung und Lehre ist ein unabdingbarer Bestandteil in einer demokratischen Gesellschaft. Den Worten müssen aber auch Taten folgen. Und ein sehr konkreter Schritt, um Solidarität zu zeigen mit verfolgten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wäre, ihnen Schutz und Asyl zu gewähren, beispielsweise. Die deutschen Wissenschaftsorganisationen haben gezielt Initiativen ergriffen, um bedrohten Wissenschaftlern zumindest vorübergehend eine neue Heimat zu bieten. 24 deutsche Hochschulen sind einem Netzwerk beigetreten, das sich für die Unterstützung verfolgter Wissenschaftler einsetzt. Solche Initiativen zum Wissenschaftsasyl könnte die Landesregierung rechtlich und finanziell unterstützen und fördern. Das würde aber auch bedeuten, dass man Schluss macht mit einer Abschiebepolitik, die Menschen in ihrem Heimatland Verfolgung und Repression ausliefert. Die Stipendien des Hessenfonds für hochqualifizierte Geflüchtete, die Sie in Ihrem Antrag loben, müssen ausgebaut werden, damit sie in der Breite greifen. Und es muss nachhaltiger werden, um langfristig Betroffenen Perspektiven zu eröffnen. Wir müssen eben weg von einem Fonds, der exklusiv für hochqualifizierte Studierende und Wissenschaftler aufgelegt wird, hin zu einem Konzept, das eine breite und grundlegende Absicherung für geflüchtete Studierende und Wissenschaftler bietet. Und wenn wir darüber reden, wie wir es schaffen können, auch
mehr die Hochschulen zu internationalisieren, mehr ausländische Studierende nach Hessen zu holen, müssen wir natürlich auch darüber reden, dass wir dafür mehr bezahlbaren Wohnraum brauchen und dass wir junge Flüchtlinge nicht mittels völlig sinnloser Wohnsitzauflagen an Orte binden sollten, in denen es weit und breit keine Hochschule oder Institut gibt. Deshalb sind internationale Austauschprogramme, Forschungs- und Hochschulpartnerschaften sind wichtig und notwendig. Zudem müssen die Erkenntnisse zur Bedrohungslage von Studierenden und Forschenden gesammelt und öffentlich gemacht werden. Und auch für diese Maßnahmen müssen notwendige Gelder bereitgestellt werden. Nur so kann die Unterstützung des Landes und der Hochschulen konkret werden. Deshalb, Ihr Antrag geht in die richtige Richtung. Aber wir müssen vor allem darüber reden, welche konkreten Taten dem dann auch folgen können. Meine Damen und Herren, ich will aber auch ein paar kritische Worte über die Freiheit der Wissenschaft in Deutschland sagen, auch wenn die Problemlagen hier natürlich andere sind. Die Freiheit der Wissenschaft wird aber nicht nur durch staatliche Repressionen bedroht, sondern auch durch eine unzureichende Finanzierung, durch Kürzungen und durch eine zunehmende Ökonomisierung. Denn der Anspruch einer freien Wissenschaft, wie Sie sie in Ihrem Antrag ja formulieren, kann sich nicht auf die Freiheit von Verfolgung und politischen Zwängen beschränken. Wenn Wissenschaftler keine politische Verfolgung oder staatliche Repressionen befürchten müssen, bedeutet das noch lange nicht, dass man dem Anspruch einer freien Wissenschaft gerecht wird. Wissenschaft ist dann frei, wenn sie keinem direkten Verwertungszwang unterliegt. Leider lassen sich auch in der deutschen Wissenschaftslandschaft Einschränkungen und Zwänge finden, die die freie Wissenschaft gefährden. Und auch in Deutschland bangen Institute um ihr Überleben. Aufgrund knapper Mittel, aufgrund einer immer stärkeren Ökonomisierung der Hochschulen und eines zunehmenden Wettbewerbsdrucks. Forschende und Lehrende sind immer stärkeren Zwängen unterworfen, z.B. durch den Druck, Drittmittel einzuwerben, aber auch der Druck, immer mehr zu veröffentlichen, was natürlich auf die wissenschaftliche Qualität dann auch geht. Wir erleben, dass öffentlich finanzierte wissenschaftliche Einrichtungen immer mehr zu Innovationsgebern, zu Zulieferern für die Wirtschaft werden. Und das ist, was wir verhindern müssen. Wir dürfen keine Auftragsforschung an den Bildungseinrichtungen und Forschungseinrichtungen haben, sondern auch das gefährdet die freie Wissenschaft, meine Damen und Herren. Naja, wissen Sie, Herr Hahn, wenn Sie heute ein Unternehmen haben, das einen Forschungsauftrag vergibt, dann verfolgt er damit eine Zielrichtung. Das heißt, er hat ein Problem, und er möchte eine Lösung. Aber Wissenschaft kann doch nicht stromlinienförmig, geradlinig an der Erforschung neuer Produkte arbeiten, sondern es muss Risikoabschätzungen machen. Es muss eine kritische Forderung sein. Und genau das ist gefährdet, wenn sich die Hochschullandschaft immer zunehmend unter dem Druck eines Wettbewerbs und einer leistungsbasierten Finanzierung befindet. Auch Unterfinanzierung, auch ökonomische Zwänge sind eine Gefahr für freie und kritische Wissenschaften, meine Damen und Herren. Und ich finde, Herr Dr. H.C. Hahn, melden Sie sich doch zu Wort, wenn Sie hier etwas beizutragen haben. Wir sollten auch deswegen auch selbstkritisch über die Wissenschaft in Deutschland reden. Wir würden uns freuen, wenn das heutige Plädoyer für die Wissenschaftsfreiheit in Hessen auch zu einer Stärkung der hessischen freien Forschung und Wissenschaft führen würde. Das heißt auch, dass wir eine stärkere Beteiligung von bislang unterrepräsentierten gesellschaftlichen Gruppen am wissenschaftlichen Diskurs und den Abbau von Bildungshürden brauchen. Und deswegen, letzter Satz, meine Damen und Herren, wir hoffen, dass dieser Antrag kein Lippenbekenntnis ist, sondern dass er die Grundlage bildet, einmal für praktische Solidarität mit verfolgten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass sie in Hessen Schutz und Unterstützung finden. Das heißt aber auch, dass in Hessen das Recht auf freie Bildung, auf freie Forschung auch verteidigt werden muss. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Wolff für die CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das war natürlich am Schluss der Rede nicht ganz ungefährlich, was Kollegin Wissler eben angefangen hat.
nämlich die Wünsche, die man so ans hessische Hochschulwesen hat, auf eine Ebene zu stellen mit dem, was an Menschenrechtsverletzungen, an Verletzungen der Wissenschaftsfreiheit in anderen Ländern geschieht, das sollte man noch einmal zu Protokoll nehmen, dass Sie behaupten, das nicht gemacht zu haben. Ja, wer lesen kann, der lese. Meine Damen und Herren, ich zitiere, die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei. Paulskirchenverfassung von 1849. Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei. 1919 Weimarer Reichsverfassung. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Deutsches Grundgesetz. In unterschiedlicher Tiefe und Geltung. Aber das sind die Maßstäbe für Wissenschaftsfreiheit, die, wie ich behaupte, mal nicht nur in unserem Land gelten, sondern die grundsätzlich in zivilisierten, demokratischen Staatsgebilden gelten müssten. Und der Kollege May hat die hessische Verfassung dazu schon zitiert. Ich will deswegen auch noch einmal sehr bewusst ein paar Zitate bringen aus dem, wie ich finde, sehr wegweisenden Beschluss des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1978, damals zum Hessischen Universitätsgesetz, wo gesagt worden ist, ich zitiere, damit sich Forschung und Lehre ungehindert an dem Bemühen um Wahrheit ausrichten können, ist die Wissenschaft zu einem von staatlicher Fremdbestimmung freien Bereich persönlicher und autonomer Verantwortung des einzelnen Wissenschaftlers erklärt worden. Damit wird zugleich zum Ausdruck gebracht, dass Artikel 5 Absatz 3 im Grundgesetz nicht eine bestimmte Auffassung von der Wissenschaft oder eine bestimmte Wissenschaftstheorie schützen will. Seine Freiheitsgarantie erstreckt sich vielmehr auf jede wissenschaftliche Tätigkeit, das heißt auf alles, was nach Inhalt, Form als ernsthafter, planmäßiger Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr, sehr grundlegende Formulierungen. Und damit verbunden wird noch der Gedanke, ich zitiere erneut, dass gerade eine von gesellschaftlichen Nützlichkeits- und politischen Zweckmäßigkeitsvorstellungen befreite Wissenschaft dem Staat und der Gesellschaft im Ergebnis am besten dient. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind die grundlegenden Aussagen des Bundesverfassungsgerichts, auch die mit Sicherheit nicht nur anwendbar auf die Bundesrepublik Deutschland. Wir haben hier schon verschiedentlich über Bedrohungen weltweit gehört. Und es ist darauf hingewiesen worden, dass das nicht nur die bekannten autoritären, totalitären Staaten betrifft. Andererseits will ich auch deutlich machen, es darf auch nicht sein, dass wir über Länder wie Russland oder China nicht mehr sprechen, dass wir nicht mehr erinnern daran und mahnen und nicht aufhören zu benennen, dass dort die Wissenschaftsfreiheit, die Freiheit von Forschung und Lehre verletzt wird, eins ums andere Mal. Aber natürlich ist es genauso richtig, weil es so nah an uns dran ist, in Staaten, von denen wir dachten, dass wir wesentlich weiter sind. Natürlich ist es richtig, über Ungarn zu sprechen. Und der Kollege Grumbach, ich meine, das ist ja philosophisch ganz interessant, aber diese Hochschule, von der Sie sprechen, besteht seit 1991 und ist gegründet worden von George Soros, und der ist wohl in Ungnade gefallen. Und deswegen gibt es Probleme. Und nicht wegen des Anspruchs von George Soros, eine demokratische Gesellschaft in Mittelosteuropa aufzubauen. Das ist der Hintergrund und nicht die Hintergründe, die Sie dem noch beigefügt haben, zumindest nicht vorrangig. Die Gülen-Bewegung, die als Vorwand dient, in der Türkei die entsprechenden Maßnahmen vorzunehmen, rund 15 Universitäten zu schließen, 5.000 Hochschulmitarbeiter mittlerweile zu entlassen. Das sind deutlich mehr als Einzelschicksale, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist auch etwas, was die Türkei in einem unglaublichen Maß selbst schädigen wird, weil es ein Aderlass ist und damit langfristige Auswirkungen auf die wissenschaftliche Entwicklung und die Wirtschaft der Türkei haben wird. Und die Türkei im Moment, Kraft ihrer Regierung, strebt eine unkritische, eine uniforme, eine lediglich affirmative Wissenschaft an. Und das nicht erst seit dem Putsch. Das will ich auch noch einmal deutlich machen. Es gab bereits vorher
nach dem Ende des türkischen Militäreinsatzes gegen die Kurden Anfang 2016 Verhaftung, Anklage von vielen Wissenschaftlern, Auflösung des Beschäftigungsverhältnisses, nur weil sie Unterzeichner des Aufrufs „Wir werden nicht Teil dieses Verbrechens sein“ gewesen sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie das von den übergreifenden Mustern aus sehen, dann haben wir ein Vorgehen, dass die missliebigen Äußerungen entsprechend unterdrückt werden, dass sie in staatlichen Medien nicht zu selten verhöhnt werden, dass die Personen, die dahinter stehen, lächerlich gemacht werden, angegriffen, um ihre Glaubwürdigkeit kaputt zu machen. Wissenschaftliche Erkenntnisse werden in den Zweifel gezogen, ähnlich in dem Paradigma der sogenannten Lügenpresse. Und es wird eine Umwelt geschaffen, in dem in Abrede gestellt wird, dass es etwas wie gültige wissenschaftliche Erkenntnis überhaupt gäbe. Und das spielt sich im Moment auch teilweise durchaus in den USA ab. Da sind die entsprechenden Beispiele schon genannt worden. Es geht auch manchmal subtiler übrigens, wenn einfach Projekte auslaufen, nicht verlängert werden und die wissenschaftliche Arbeit dann an dieser Stelle schlicht und einfach ausläuft. Deswegen ist es richtig, dass international auch bei uns Kundgebungen der March of Science stattgefunden haben. Ich bin froh, dass es die hessischen Hochschulen alle gemeinsam verstanden haben, dieses zu unterstützen, und die großen Hochschulverbünde auch. Ich bin auch der Meinung, dass wir dieses überall brandmarken müssen, dass wir nicht gleichgültig werden dürfen. Ich bin auch der Meinung, dass wir das, was in anderen Ländern, auch in unserem eigenen Land, durch manche Veränderung stattfindet, sehr sorgsam in den Blick nehmen, auch wenn es eine ganz andere Ebene der Auseinandersetzung ist, auch von anderen Akteuren aus, aber nicht minder zu beachten. Ich glaube, wenn Sie das eine oder andere, was in den sozialen Medien, in der digitalen Kommunikation stattfindet und sich überträgt auf Wissenschaftsbetrieb, wenn Sie dort gelegentlich sehen, was in anonymen Blog-Einträgen geschieht, zu den Lehrveranstaltungen von bestimmten Professorinnen und Professoren einzelne Äußerungen herausgezogen werden, um die dann zu brandmarken, bevorzugt dann auch gerne als rassistisch oder nationalistisch, dann beginnen wir uns in eine Ebene zu begegnen, wo wissenschaftliche Freiheit von ganz anderer Weise, nämlich von der sogenannten Masse der Anonymität, beeinträchtigt wird. Und so ist es geschehen bei Prof. Münkler, der ja hier im Hessischen Landtag drei wichtige Vorträge im vorvergangenen Jahr gehalten hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn wir dieses sehen, dass der wissenschaftliche Diskurs auf diese Weise angetastet wird, und auch dieses geschieht ganz umgekehrt in den USA, und das kann man betrachten, weil man dann auch Dinge sieht, die in einem gewissen zeitlichen Abstand auch bei uns landen, dass es eben dort auch vermehrt zu beobachten ist, dass bestimmte Wissenschaftler, verschiedene schon, ihre Vorlesungen nur in einem abgetrennten Raum übertragen, per Videobotschaft nach draußen bringen konnten, weil sie und ihre Unterstützer, die zum Teil ganz anders denken als sie, körperlich angegriffen worden sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dann hat das nichts mit der Unterdrückung auf staatlicher Ebene oder durch staatliche Ebene zu tun, sondern dann hat etwas zu tun mit einer sogenannten öffentlichen Meinung oder einer multiplizierten, zum Teil anonym multiplizierten Meinung, die versucht, Einfluss auf Wissenschaft zu nehmen. Und deswegen sollten wir in allen diesen Bezügen für wissenschaftliche Freiheit streiten, sollten überall das deutlich machen, dass wir es gesehen haben und dass wir dagegen kämpfen werden. Und ein Letztes, und das haben einige schon angesprochen. Ich glaube, es ist von ungeheurer Bedeutung, gerade während internationalen Konflikten, dass die Beziehungen der wissenschaftlichen Community, die vorhanden sind, auch aufrechterhalten werden, dass sie weiterentwickelt werden. Ich habe erlebt, dass ein Alexander Gerst berichtet hat von seiner Kommunikation mit einem amerikanischen, einem russischen Astronauten ganz da oben in der Kapsel. Das war während des Ukraine-Konflikts. Es gibt zahllose Kooperationen zwischen Hochschulen,
die aufrechterhalten werden müssen, die, wo immer es Frau geht, Kollegin, in, ein Gespräch weitergeführt werden müssen, die bei internationalen Konferenzen weitergeführt werden müssen, die durch individuelle Solidarität auch unterstützt werden müssen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da haben wir viele Programme. Erasmus Plus ist nur eines davon. Und hier gilt es tatsächlich, auf aufrechten Gang zu beweisen und diese Kontakte und diese kleinen Schlupflöcher zu stärken. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wolf. Auf der Besuchertribüne möchte ich unseren ehemaligen Kollegen Peter Stephan begrüßen. Schön, dass du bald wieder in den Landtag kommst. So, für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Rhein. Bitte schön, Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Ja, verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Peter Stephan, es hat nicht lange gedauert, bis er wiedergekehrt ist. Er hatte offensichtlich Sehnsucht nach uns. Das freut mich natürlich ganz besonders. Und dass er zu einem wissenschaftspolitischen Setzpunkt hier ist, das empfinden wir natürlich auch als große Freude. Herzlich willkommen. Die sehr verehrte Frau Kollegin Wolf, musst du dir um mich keine Sorgen machen, lieber Marius Weiß, das ist alles in Ordnung. Die sehr verehrte Kollegin Wolf hat auf die große Tradition, die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland hat, hingewiesen. Sie hat das Grundgesetz erwähnt, sie hat die Paulskirchenverfassung, den § 152 erwähnt. Und sie hat damit auch deutlich gemacht, dass es in den vielen Jahren, in denen wir Wissenschaftsfreiheit haben, Wissenschaftsfreiheit mehr und mehr empfunden wird, auch als eine Selbstverständlichkeit. Natürlich wissen wir, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, weil wir an so vielen Orten der Welt erleben, dass nationalistische, dass autoritäre Bewegungen erstarken und dass mit ihnen die Liste der Länder lang wird, in denen eben auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie es in dem Antrag heißt, unter Druck geraten, dass sie verfolgt werden, dass sie drangsaliert werden, aber auch, dass ihre Hochschulen, Hochschulen, die Zentren des offenen Diskurses und Hochschulen, die auch Orte des kritischen Denkens sind, mehr und mehr infrage gestellt werden. Unweit von uns, man muss fast sagen, quasi vor unserer Haustür, ändert eine europäische Regierung das Hochschulgesetz. Auch darüber sprachen wir bereits heute, um eine, wie Frau Wolf sagte, unliebsame Hochschule aus dem Land zu treiben. Der Präsident einer Weltmacht droht Forschern mit Budgetkürzungen, weil er an menschengemachter Erderwärmung zweifelt. Und der Präsident eines anderen in die EU strebenden Landes streicht kurzerhand mal die Evolutionstheorie aus den Lehrbüchern und Lehrplänen der Schulen. Das sind drei Nachrichten, die in nur drei Monaten aufs Tapet gekommen sind, und zwar in drei Ländern, in denen oder beziehungsweise zu denen wir Beziehungen pflegen. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt Fälle, die auch uns in Hessen aufgrund der internationalen Verbindungen, die glücklicherweise unsere Hochschulen in großer Anzahl haben, die uns ganz konkret betreffen. Längst erreichen mich Schreiben besorgter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihre Kooperation und die damit auch die damit verbundene transnationale Forschung bedroht sehen. Und die Hessische Landesregierung unterstützt in aller Klarheit die politischen Initiativen, wie beispielsweise, Herr Grumbach hatte schon darauf hingewiesen, mit einem etwas anderen Zungenschlag, aber trotzdem, wie beispielsweise den Beschluss der EU-Kommission, juristisch gegen das ungarische Hochschulgesetz vorzugehen. Darüber hinaus, auch das ist erwähnt worden, hat die Landesregierung hier in Hessen mit Unterstützung der schwarz-grünen Mehrheit eigene Unterstützungsmaßnahmen ergriffen, hat den Hessenfonds aufgelegt für Flüchtlinge, für hochqualifizierte Studierende und für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und damit eine Möglichkeit geschaffen, dass verfolgte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Unterstützung bei der Wiederaufnahme ihrer Forschungs- und ihrer Lehrtätigkeit bekommen. Wir stellen dafür seit 2016, so heißt es richtig, jährlich 1 Million € zur Verfügung. Das soll auch so bleiben. Und mittlerweile konnten bereits 63 Personen von dieser Förderung profitieren. Applaus
Ich will darauf gar nicht näher eingehen. Herr May und Frau Wolff haben das bereits getan. Lassen Sie mich deswegen das Thema, das wir heute diskutieren, um einen anderen Aspekt erweitern. Mir macht nämlich eine ganz andere Entwicklung, die nicht im Ausland, die nicht woanders, sondern die ganz täglich, die tagtäglich hier in Deutschland stattfindet, Sorge. Die Situation, dass wissenschaftliche Faktenlagen wie der Klimawandel, dass gesicherte andere Erkenntnisse einfach kurzerhand diskreditiert werden, dass sie geleugnet werden. Das ist die Situation, dass herausposaunte Befindlichkeiten ähnlich viel zählen wie empirisch erwiesene Fakten. Wir erleben mehr und mehr in dieser Zeit Protagonisten, denen offensichtlich das Denken in rationalen Kategorien vollständig fremd ist. Und es ist aus meiner Sicht exakt diese Abwesenheit von Evidenz und von evidenten Fakten, die uns eine enorme Sorge machen muss. Auch und ich sage vor allem in den sozialen Netzwerken wird gelogen, es wird beschimpft, es wird verletzt. Und es ist heute so einfach wie nie zuvor, dass man selbst für die krudesten Überzeugungen Anhänger findet. Und wie gesagt, die sozialen Netzwerke haben an dieser Entwicklung einen ganz beträchtlichen Anteil. Denn wer sie nutzt, der wählt eben auch aus. Das ist anders als in einem normalen Diskurs im echten Leben. Der wählt aus, was er von wem wahrnehmen, lesen und hören will und mit welchem Kreis von sogenannten Freunden er seine Erkenntnisse teilen möchte. Und so entstehen Räume, die der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck Echoräume genannt hat, in denen Menschen mit Überzeugungen, mit denen sie früher völlig allein geblieben wären, leicht Gleichgläubige gewinnen. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, das führt dazu, dass immer häufiger Emotionen für die Meinungsbildung entscheidender sind als Fakten. Und wenn viele nur noch das als Tatsache akzeptieren, was sie ohnehin glauben, wenn Halbwahrheiten, wenn Interpretationen, wenn Verschwörungstheorien, wenn Gerüchte genauso viel zählen wie die Wahrheit, dann ist das eine echte Gefährdung für die Wissenschaft. Ich würde mich freuen, wenn diese hochintellektuellen Nebenbemerkungen von dem feixenden Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokratie und von Herrn Weiß sich dann im Protokoll wiederfinden. Das lesen wir dann und verbreiten wir dann in der Wissenschaftswelt mit großer Freude. Aber sei es drum, jeder noch so intelligente Zwischenruf richtet sich natürlich selbst. Trotzdem, mich macht ja nicht nur sprachlos, was ich von der Sozialdemokratie in dieser Debatte gerade aus der ersten Reihe höre. Herr Grumbach hatte ein anderes Niveau, deswegen macht es ihm ja Freude, ihm zuzuhören. Es macht mich trotzdem darüber hinaus sprachlos, mit welcher Selbstgewissheit, Bitte etwas mehr Ruhe. Herr Minister, Sie haben das Wort. Oh je, wenn das mal einer draußen sehen würde, wie der Fraktionsvorsitzende, aber sehen ja die Zuschauer, der Fraktionsvorsitzende der SPD, Herr Schäfer-Gümbel, sich beim Thema Wissenschaftsfreiheit hier im Hessischen Landtag benimmt. Also, ich glaube in der Tat, es kann einen sprachlos machen. Es kann einen sprachlos machen, auch mit welcher Selbstgewissheit, meine Damen und Herren, Fakten verbogen werden, Fakten geleugnet werden, mit welcher Selbstgewissheit, meine sehr geehrten Damen und Herren, Expertenwissen diskreditiert wird, ja, wie einfach schlicht und einfach gelogen wird. Und das gibt es in Westeuropa, das gibt es in Osteuropa, das gilt für die Vereinigten Staaten und das gilt auch hierzulande. Wir erleben eine immer aggressivere Haltung gegen Fakten. Und das ist paradox. Das ist deswegen paradox, weil wir in einem eigentlich goldenen Zeitalter der Wissenschaft leben, mit vielen großartigen Entdeckungen und Anwendungen. Noch nie in Deutschland gab es so viel Geld für die Wissenschaft, wie es heute gibt. Und jeden Tag leisten Wissenschaftler Außerordentliches, wenn sie erkunden, wie das Leben besser werden kann oder wie die Gesellschaft auch gerechter werden kann. Andererseits haben gerade diese Forscher oft das Gefühl, dass viele Menschen nicht verstehen, wie Wissenschaft funktioniert, dass sich viele enttäuscht abwenden. Das ist ein Phänomen, das wir in der Politik ja auch kennen, sich viele enttäuscht abwenden, weil eben die Antworten nicht einfach sind auf schwierige Fragen und weil es eben auch oftmals nicht einfach ist, mit der schnellen Antwort, mit der raschen Antwort zur Zufriedenheit zu führen. Und genau deswegen glaube ich, meine Damen und Herren, ich stimme dem zu, was Herr May gesagt hat, sind wir aufgefordert,
uns exakt diesem Trend entgegenzustellen. Es ist unsere Aufgabe, Neugier, Wahrheitssuche, Erkenntnisgewinn zu fördern. Deswegen müssen Wissenschaft und Forschung zeigen, welche Erfolge, welche Innovationen und welche Erkenntnisfortschritte möglich sind, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Forscher die Freiheit haben, nach den besten Forschungen, nach den besten Lösungen für die Zukunft der Menschheit zu suchen. Aber von Chemtrails bis Elektrosmog, der Unsinn, der in den Parallelwissenschaften verzapft wird, ein Unsinn, der leicht zugänglich ist, erfüllt unzählige Websites und er bedient sich einer klar zugespitzten Alltagssprache, die auch jeder versteht. Das ist eben andersherum im Bereich der Forschung und der Wissenschaft. Oftmals sind es komplexe Zugangsweisen, die die Wissenschaft hat. Oftmals sind es schwer vermittelbare Sachverhalte, die hier eine Rolle spielen. Und das ist es, was für viele Wissenschaft noch immer unzugänglich macht und der Grund, warum viele immer noch das Gefühl haben, Wissenschaft ist etwas, was außen vor ist, was eine Welt ist, die für sich besteht. Und deswegen brauchen wir eine kommunizierende Wissenschaft. Wir brauchen Wissenschaftskommunikation, denn Wissenschaftskommunikation ist keine Nebenaufgabe, es ist eine Hauptaufgabe. Das ist es. Im Übrigen, was Dieter Simon, der damalige Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaft, meinte, als er vor 17 Jahren forderte, demokratisiert die Wissenschaft. Mehr Transparenz, mehr Kommunikation. Ich glaube, das ist eine wirkungsvolle Waffe gegen falsche Fakten. Eine Waffe, Herr Minister, gegen... Sie müssten zum Ende kommen. Ich komme sofort zum Ende, Frau Präsidentin. Eine Waffe gegen Verschwörungstheorien. Und ich glaube, dass es ein Instrument ist, das Wissenschaft auch legitimieren kann. Und die Menschen stellen natürlich Fragen nach dem ganz individuellen Nutzen. Sie stellen auch die Fragen nach den Kosten von Wissenschaft. Sie wollen ganz konkret wissen, was habe ich persönlich davon, dass ein Land wie Hessen 90 Millionen Euro beispielsweise im Jahr 2016 ausgegeben hat für unser Forschungsprogramm LOEWE. Und die Antwort lautet ganz einfach, wir forschen zu ihrem Nutzen. Es geht sehr konkret um Antworten für unsere Gesellschaft. Es geht sehr konkret um Antworten in Fragen der Gesundheit, in Fragen der Umwelt, in Fragen des Klimaschutzes, in Fragen der Sicherheit. Es geht um konkrete Problemlösungen. Ich nenne das Thema Bekämpfung von Krebs. Ich nenne das Thema Entwicklung wirksamer Antibiotika. Und deswegen müssen wir dafür sorgen und die Wissenschaft unterstützen, dass mehr ins Bewusstsein von jedem Einzelnen gerückt wird, wie die Sichtbarkeit erhöht werden kann für die Themen der Wissenschaft. Die Errungenschaften der Wissenschaft dürfen nicht im Verborgenen bleiben. Und das ist der Grund, warum wir als Land Hessen aufgrund auch der Entwicklungen der vergangenen Monate, aber natürlich auch im Sinne der Absichten des March for Science, uns dazu entschlossen haben, intensiver auf die Bedeutung der Wissenschaft für die Gesellschaft aufmerksam zu machen. Und ich stimme deswegen auch Reinhard Hüttel, dem Vizepräsidenten von Helmholtz, zu, der sagt, hierfür ist ein informierter Diskurs von zentraler Bedeutung. Genau deswegen werden wir in den nächsten Wochen und Monaten die bereits bestehende Plattform für Kommunikation der Wissenschaft, das ist hessenschaft-wissen.de, ausbauen. Durch die klare Aussage und Ansage, wir forschen zu ihrem Nutzen. Es wird auf dem Hessentag in Rüsselsheim geschehen, mit dem bisher größten Stand der hessischen Universitäten. Wir werden das auf Plakaten, die an über 550 Stellen und 30 Orten in Hessen gezeigt werden, machen, indem wir zunächst auf drei Top-Themen der Wissenschaft aufmerksam machen. Und, meine Damen und Herren, obwohl wir als Land nicht den Dialog der einzelnen Hochschulen mit der Öffentlichkeit übernehmen wollen, das gehört zum Kern, das gehört zu Ihrer dritten Mission neben Forschung und Lehre, und das ist alles andere als nettes Beiwerk, werden wir Sie über die Neuausrichtung von Hessenschaft Wissen genau dabei, bei all dem, was ich gesagt habe, intensiv unterstützen. Denn ich bin der festen Überzeugung, nichts braucht Forschung und Wissenschaft mehr als eine offene Gesellschaft und einen freien Geist. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass diejenigen, die die Debatte heute hier geführt haben, gezeigt haben, dass wir uns darüber in Hessen wenigstens sehr einig sind, egal und in welchem Antrag oder wer welchem Antrag in welchem Bundesland mit welchem Inhalt zugestimmt hat. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Reim. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte. Der Antrag mit der Drucksache 19/4920 wird in den WKA überwiesen.